Ein Tag, ein Verein, heute bei Türkgücü München. Yasin Yilmaz und Ünal Tosun trainieren schon im Hintergrund und die beiden werden uns heute die Hintergründe des wohl spannendsten Regionalliga-Projekts Bayern zeigen. Los geht's! Ja, moin Männer. Schön, dass ihr euch jetzt Zeit nimmt. Yasin. Grüß dich. Jungs, da ging besser. Der war voll besser, stimmt. Jawohl, Junge, Junge, der passt. Also, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt hier mit Türkgücü München für uns. Natürlich. Freut mich, Ünal. Jetzt ist es so, ihr beide seid schon außergewöhnlich in diesem Club, weil ihr beide tatsächlich schon den Aufstieg miterlebt habt. Es gibt jetzt ganz viele Neuzugänge. Genau. Seid ihr da noch in Partylaune? Klar, der Aufstieg muss immer gefeiert werden. Den haben wir auch letzte Saison gefeiert und ja, jetzt ist neues Ziel, neue Saison. Wir wollen natürlich auch wissen, warum ihr ausgerechnet von dem Verein gehalten wurdet. Haben uns deshalb die erste Challenge ausgedacht. Da gibt es nämlich keine bessere, um das zu testen. Und das ist die Entweder-oder-Panna-Challenge. Mhm. Das heißt, ich werde euch 10 Fragen stellen. Mhm. In der Zeit werdet ihr hier auf diesem Feld zwischen diesen zwei Toren 1-gegen-1 gegeneinander spielen. Ein Tunnler, ein Panna zählt 3 Punkte. Ein Tor 1 Punkt und wir werden sehen, wer nach den 10 Fragen dann gewonnen hat. Okay, ist klar. Ich sag's euch jetzt schon mal, der Verlierer kriegt eine Bestrafung. Wie die Bestrafung aussehen soll, das dürft ihr untereinander ausmachen. Solange kein Geldstrafe ist, alles in Ordnung. Galatasaray oder Fenerbahce? Fenerbahce. Gilt der jetzt als Panna, als Tunnler? Nee, war kein Panna, war keine Panna. Ünal, Tor oder Vorlage? Vorlage. Yasin, Jürgen Klopp oder Rainer Maurer? Oh, das ist schwierig. Das ist eine Fangfrage, gell? Ich sag's euch. Wenn ich jetzt was Falsches sag, Rainer Maurer auf jeden Fall. Oh, okay. Das gibt 4 Punkte, würde ich sagen. Toller Tor! Oh, aber der Ausgleich und auch direkt die nächste Frage damit an dich, Ünal. Abital Bra oder Ed Sheeran? Herbert Grönemeyer. Kannst du auch ein Lied noch mitsingen? Bitte? Kannst du ein Lied singen von Herbert? Ich bin nicht so der Deutschrap-Fan. Instagram oder doch lieber privates Fotoalbum? Instagram. Und damit die letzte Frage, wie steht's mittlerweile? 3-2. 3-2 für Ünal, hat das gedreht und damit auch die allerletzte Frage für den letzten Angriff. Lieber Stammplatz Regionalliga oder auf der Bank in der dritten Liga? An mich? Lieber erstmal Bank auf der dritten Liga, weil man sich dann reinkämpfen kann und dann trotzdem Stammspieler in der dritten Liga wird. Du bist ein Kämpfer, das merke ich. Ist stark, damit war es das. Und Ünal entscheidet das für sich. Standesgemäß 4-2. 10 Liegestützen, das klingt fair. Aber 10 saubere dann. 10 saubere. Schön. Daumen eindrehen. Jawohl. Das macht er nicht zum ersten Mal, Ünal, oder? Nee, die macht er auch immer nach dem Training nochmal vom Schlafen gehen. Der Yasin habe ich schon ein sehr fleißiger Spieler auch. Maschine, Maschallah. Ja, top. Nimm uns doch mal mit zu deinem ersten Spiel bei Türkgücü. Ja, unser erstes Spiel war auch im Juni damals gegen den SV Manchen, glaube ich, war das. Und ja, das war ein bisschen... Es war ein bisschen schwierig, weil keiner wusste so recht, wo wir stehen, wie die Liga so ist, neue Spieler, sehr viele neue Spieler, neuer Kader. Aber im Endeffekt war es dann schon ganz gut. Wir haben dann 6-0 gewonnen. Ich habe dann auch in dem Spiel 3 Tore geschossen. Das war dann so in dem Sinn, war das dann schon sehr positiv für uns. Und man hat dann schon gleich gemerkt, okay, das könnte eine sehr gute Saison werden. Es sollte auch eine sehr gute Saison werden dann. Das war halt so das erste Spiel, wo wir dann 6-0 gewonnen haben. Genau. Ja, Start nach Maß. Ja, genau. Was ich gerade schon so ein bisschen mitbekommen habe bei euch, ihr seid beides Familienväter. Genau. Du hast eine kleine Tochter. Ich habe eine kleine Tochter, ja.
Nimm uns doch mal mit zur Geburt deiner Tochter. Ja, natürlich. Man wünscht sich ja immer eine Familie, Kinder und der Moment ist aber wirklich sehr speziell und auch wirklich auch schon schwierig in Worte zu fassen. Wenn man das halt durcherlebt, da auch mitbekommt, was die Frauen oder auch die Mütter durchmachen. Aber natürlich, wenn das Kind dann gesund da ist, dann ist es einfach ein Gefühl, das man auch nicht wirklich in Worte fassen kann. Also man ist einfach nur wirklich glücklich und erleichtert und freut sich, dass man halt sein Fleisch und Blut auch an den Armen halten kann. Ja, das glaube ich. Zur nächsten Frage vielleicht nochmal mehr ins Sportliche. Ihr seid jetzt aufgestiegen vor dieser Saison. Nimm uns doch mal mit zur Aufstiegsfeier von Türkgücü. Oh ja, unsere Aufstiegsfeier, die hat nach dem Schwaben-Augsburg-Spiel begonnen eigentlich. Direkt danach, im Bus natürlich, die ganzen Gesänge, Lieder, Rumschreierei. Ja, und die Nacht, die war dann natürlich feucht und fröhlich. Also wir sind danach feiern gegangen mit der Mannschaft, was selbstverständlich ist nach so einem Aufstieg dann. Und ja, ich glaube, der Letzte hat den Laden dann zugesperrt. Ich weiß zwar nicht, wer das war, aber der hat den Laden zugesperrt, genau. Aber es war natürlich, war sehr schön natürlich und der ganze Druck ist abgefallen und dann lässt man das dann gerne raus. Ich könnte mir bei euch beiden gut vorstellen, dass ihr auch noch die nächsten Vereine hier bei Türkgücü unter Vertrag stehen werdet. Jetzt sind die Ambitionen sehr hoch. Dann nimm uns doch mal mit zu Türkgücü in 2 Jahren. Ja, Türkgücü in 2 Jahren, zweite Bundesliga. Hoffe, dass wir beide dann auch noch dabei sind. Der Verein wächst und wir haben auch die Möglichkeit, unter besseren Bedingungen auch uns noch weiterzuentwickeln. Und hoffen halt, dass wir die gesteckten Ziele alle gemeinsam erreichen können. Und wir werden sehen, was jetzt so gut. Ja, stark. Klare Ansage, in 2 Jahren zweite Liga bei Türkgücü. Unterschreibt das der Kapitän auch? Ja. Es wäre ein Wunsch auf jeden Fall natürlich. Also das wäre die Idealvorstellung natürlich. Top Ansage. Und damit bedanke ich mich bei euch beiden. Gerne. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Es gibt nochmal eine Challenge. Klar. Die gehört jetzt mittlerweile schon zum Inventar bei uns. Als Winkelschießen gestartet, mittlerweile als Meisterschalenschießen bekannt. Ich werde es euch erklären. Ich würde sagen, auf zur zweiten und letzten Challenge. Auf geht's! Nicht die erste Meisterschale. Es ist tatsächlich sehr schwierig, die Meisterschalen zu treffen. Also, Regeln ganz kurz. Trefft ihr eine Meisterschale, 10 Punkte. Gibt's 100 Euro. Das müssen wir mit dem Coach absprechen. 3 Punkte gibt's für ein einfaches Tor, für kein Tor gibt es auch nichts. Was ist da los, Alter? Krank! Wir brauchen Band! Band! Auch gar nicht mal so verkehrt. Erste Punkte für dich, Ünal. Es steht 13 zu 3. Ja. Nein! 19 zu 6. 19 zu 9. Aber wenn du jetzt triffst, dann steht's unentschieden. Aber ihr seht, dass die Meisterschale da am Anfang getroffen wurde, ist tatsächlich nicht verkehrt. Was muss ich machen? 10. 12 Liegestützen, 12. Glückwunsch, ey. Danke dir. Ich kann nur gratulieren bei so einem linken Zauberfuß. Bei so einem linken Zauberfuß und halt bei so einem rechten Holzfuß, ne? Bei so einem Holzfuß, ja. Nach 45 Jahren. Ne, war nur Zufall. Ja, die Aussehen, die findest du schon. Ich bin ein guter Verlierer. Das merkt man. Danke.
Die Bestrafung wird wie aussehen? 10 Liegestütze, gleiche Strafe. 10 Liegestütze. Fair. Ja. 1, 2. Ich mach das gleiche, was er auch bei mir gemacht hat. Aber das sieht sauber aus. Da ist Maschine. Die lernt man hier, ne? Der hat unter 12% Fett. Nee, Jungs, ich danke euch. Geiler Tag. Viel Erfolg jetzt für die zweite Trainingseinheit. Danke dir. Letztes danke Mal. Euch. Danke euch. War mir eine Riesenfreude. Schön, dass ihr da wart. Schneidet einen guten Film zusammen. Ey, wir zeigen dich von deiner Schokoseite. Alles gut.